Der Basler Komponist Andreas Pflüger schreibt moderne Musik, Opern, Ballett, Musicals, Konzert, Violinkonzert, Cellokonzert, Klarinettenkonzert, Saxophonquartett, Saxophonquintett und vieles, vieles mehr. Ohne zu wissen, kennen ihn die meisten von euch aber. Er war nämlich der Schöpfer von der Hintergrundmusik beim Pingu. Andreas, hast du seinerzeit einen Plan gehabt, wie du hier vorgehst? Ja, also Plan. Ja und nein, eigentlich. Also, zuerst, wenn man den Film sieht, erst dann entsteht eigentlich die Vorstellung von der Musik. Man kann nicht zum Voraus sagen, die Musik kommt in diesen Film. Zuerst muss man den Film erleben, muss die Atmosphäre mitkriegen, man muss die Leiden und die Freuden der Figuren mitkriegen und dann kann man die Musik nach diesen Kriterien eigentlich gestalten. Also, beim Pingu jetzt, wenn du speziell vom Pingu redest, ist das relativ spontan immer gewesen. Es gibt natürlich einen gewissen Sound, der beibehalten worden ist, aber innerhalb von dem Sound ist es doch sehr variiert, was die Stimmung anbelangt. Ist das von Anfang an ein dein Plan gewesen, dass du gesagt hast, ich tue mich nie festlegen, für mich Komposition nichts, was in sich geschlossen ist? Weil ich meine, du hast angefangen und du machst heute noch Musik. Also das ist ganz eine gute Frage und auch vor allem eine gescheite Frage. Weil komponieren, was heisst das? Das heisst, sich eine Welt schaffen. Und die Welt kann nicht nur grau, weiss oder schwarz-grau oder nur rot. Die Welt der Komposition ist eigentlich, sich eine Realität schaffen, die es nicht gibt. Im täglichen Leben. Da werden wir mit den Steuern konfrontiert und da ist der Laden offen und sind die Schuhbändel zu und so. Während, wenn man komponiert oder auch einen Roman schreibt, man schafft sich eine Welt. Und natürlich, das ist keine autistische Welt, die man sich schafft. Das ist ja auch eine Art Kommunikation auf einer Ebene, die auch sehr verbindend ist in der Menschheit. Die Musik vor allem verbindet auch die Menschen. Also der Pingu schaut man in Japan und in Mexiko und in Island und in Südafrika und die Leute verstehen es immer. Und ich denke, das ist schon das Ziel auch von der Musik, im Schaffen Musik. Man soll etwas mitkriegen. Du hast später noch, du hast sogar mit Stockhauser können zusammenarbeiten können, grosse Koryphäen. Was haben die dir mitgegeben? Haben die dir auch wieder ein Gorset gezeigt? Oder haben sie dich weiter in Freiheit entlassen? Also, alle mit dir Kontakt haben einfach gezeigt, was man machen kann. Aber ich habe mich nie verpflichtet gefühlt, jetzt irgendeinem Guru zu folgen. Ich habe meinen Horizont geöffnet und gelost, was die machen. Aber am Schluss bin ich immer mehr selber geblieben. Ich habe einfach das Handwerk gelernt. Und das Handwerk ist natürlich die Voraussetzung, dass man überhaupt etwas machen kann. Auch ein Maler kann nicht ein Haus malen, schön und perfekt, ohne dass er überhaupt weiss, wie man einen Pinsel hebt. Und dasselbe ist auch in der Kompositionsbuchte eine gewisse Basis. Und dann kann man aber sehr persönlich seinen Stil und auch seine Fantasie realisieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Komponisten gibt. Und ich muss sagen, zum Glück, es ist für mich auch immer eine Freude, andere zu hören. Ohne dass ich sage, das will ich auch machen. Ich will nie auch machen. Ich mache einfach. Und wenn das Stück fertig ist, denke ich, was ist das Nächste? Oder? Trotzdem hat es bei dir auch aktuelle Werke gelöst, die du für das Saxophon geschrieben hast. Fällt mir sehr auf, wie du akribisch eigentlich mit Details umgehst, wie minimalistische Sachen, wie Geräusche, die passieren, wie Verdichtungen von Instrumenten zustande kommen. Ist da Andreas nach wie vor am Experimentieren, am Ausprobieren? Oder ist auch das schon in deinem Kopf, wenn es entsteht, ist es da und muss nur noch gefasst werden? Nein, da ist natürlich so ein Stück Pop-Art für Saxophon, Quartett und Soundtrack. Das ist natürlich sehr spielerisch. Da ist einfach eine Idee, wie könnte das sein. Zum Beispiel gerade das Beispiel ist ja wahrscheinlich eins. Und das ist auch sehr spielerisch, das Stück. Es ist die Freude so am Fabulieren.
Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mit dem Quartett Claire Obscurtis in Berlin, habe ich gesagt, ich komme euch aufnehmen, spiele den halben Tag irgendwelche Töne, irgendetwas. Dann haben sie gemacht, Slap-Tong und Flatter, alle Möglichkeiten. Dann habe ich erst dann angefangen mit dem Stück, habe ich zuerst einen Soundtrack gemacht. Und der letzte, dritte Satz ist nach Pop natürlich, ein Pop-Rhythmus, aber alles mehr mit Saxophon-Sounds. Und das ist eigentlich, das ist einfach entstanden. Nicht wirklich geplant, es ist einfach Schritt für Schritt immer es hat gerifft, muss ich sagen, und nicht geplant. Natürlich andere Werke wie eine Oper muss man planen, sonst verliert man sich in der Masse. Andreas, man vorher schon in deiner Schreibstunde gesehen, vieles passiert auf dem Papier. Du schreibst akribisch mit Bleistift auf leeren Partituren. Wie ist denn jetzt die Entwicklung vonstatten gegangen in den letzten Jahren? Du hast auch mit den technischen Mitteln dich anfreunden über die ganze Zeit. Also, ja, du sprichst mich wieder aus dem Herzen. Ich habe angefangen, irgendwann sicher so anfangs 90er Jahre, habe ich gedacht, das geht nicht immer noch von Hand schreiben. Ja, das ist auch evolutiv, könnte man das bezeichnen. Das erste Programm hat Encore geheissen, das gibt es jetzt noch. Oder das ist sogar vielleicht Mitte 80er Jahre, wo irgendwie der Computer sich auch ein bisschen durchsetzen konnte in der Musik. Aber das Programm war eine Katastrophe. Man konnte kein Spacing machen, die Noten sind eine auf die andere geklebt. Und so. Es war eine völlige Katastrophe. Und man könnte es als Frustprogramm bezeichnen. Es war mehr Ärger als Freude. Und dann sind ein paar Updates gekommen, es war ein bisschen besser. Und dann, ich denke so, gegen das Jahr 2000 ist dann, glaube ich, Sibelius gekommen. Und das war ein riesiger Schritt weiter. Wie ist denn so der Weg? Eben, das eine ist es, eine Notiz machen. Du schreibst relativ konkret. Man hat das dem Mozart immer ein bisschen nachgesagt, dass der gerade so super geschrieben hat. Wie ist dort der Wechsel? Entsteht denn noch etwas am Computer? Du bist eben auch mit experimentellen Klängen am Arbeiten. Da macht man dann halbe Zeichnungen in die Partituren, oder wie läuft das? Also, das kann man. Ich mache jetzt das nicht. Ich tue es einfach spontan ändern. Aber auch wenn ich vom Manuskript ins Notationsprogramm einkopiere. Wenn ich eine Idee habe, schreibe ich es einfach noch rein. Also wenn man dann in 100 Jahren schaut, das Druckt und das Manuskript, das ist manchmal unterschiedlich. Aber eben, das irgendwie, und es ist auch schön, dass man da ungefähr hört, was man schreibt. Natürlich, ich habe schon eine gewisse Klangvorstellung, aber man kann immer da und denken, oh, da ist noch eine kleine Trommel oder ein Glockenspiel, wäre noch schön. Was man nicht würde machen, wenn die Partitur abgeschlossen ist, also das Manuskript. Und da kann man immer noch irgendwie zum Wohl vom Werk eigentlich noch korrigierende Eingriffe. Dann gehen wir gerade einen Schritt weiter. Du hast jetzt von Soundtrack gewechselt und ich würde sagen, wir schauen in diesem Moment mal schnell rein in einen Videoclip, den ich gefunden habe. Handy-Symphonie von Andreas Pflüger. Viel Vergnügen.
Thank you.